So, willkommen zurück zu Return to Moria. Mit neuer Rüstung im Schlepptau begeben wir uns zu Frères Außenposten. Frères. Und setzen unser Abenteuer fort. The Nazgul's mounts were bred by Sauron from a Shazhorn? This dragon? And now she wants Moria for herself, no matter the destruction. She must be stopped. So, ich habe sowohl die Axt als auch den Hammer hier mit einer Rune ausgestattet. Hier bekomme ich Eisenholz an Bäumen, also eine Chance, dass ich das da bekomme. Und das hier hat einen Kältebonus. Jetzt will ich mal... Ah, hier geht's tatsächlich hoch. Sehr gut. Schauen wir mal eben. Hier geht's sogar noch hoch. Aber hier ist nichts. Hier könnte man ein nettes Lager errichten, aber ich denke, das wird jetzt gerade nicht nötig sein. Eins, zwei, drei, vier, da werden noch mehr dazu kommen. Da drüben finden weitere Kämpfe statt, das ist völlig okay. Hier haben wir scheinbar ein Lager. Okay, okay. Okay, wir schauen mal. Ich weiß nicht, wie gut dieser Frostschaden tatsächlich ist. Beim Feuerdings habe ich es auch nicht so gemerkt, ehrlich gesagt. Aber ich nehme an, das sind kleine Werte, die sich dann summieren. Was? Mach mal auf hier. Wie viele sind das denn? What? Die Hunde umhauen hier. What? Das ist okay, das passt. Hau mal ab jetzt. Das kriegen wir hin, kriegen wir hin. Alles gut, alles gut. Wirklich? Sehr schön, wir haben es gleich. Komm her, Lassie. Rüstung ist durch. Fleisch, Leder. Die Dinger hier. Schwarzer Diamant. Hier können wir jetzt alles nehmen.
Eieiei. Wird aber auch nicht besser hier, ne? Genau, nimm mal schön mit hier. Muss mal eben schauen. Jemand von euch hat was ganz Logisches geschrieben. Wenn man eine Feuerstelle bauen kann. Was fehlt denn jetzt? Stein? Das ist nicht das Problem. Ich habe extra Kohle mitgenommen, jetzt fehlt Stein, aber gut. Kann man natürlich auch so ein Reparaturdings bauen. Logisch, stimmt. Was brauchen wir dafür? Ah ja, die Eisenbahn. Aha. Schauen wir erstmal so weiter. Wie viel haben wir denn jetzt? 28 schwarze Diamanten. Ich hoffe, die werden später nochmal relevant. Ansonsten könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken, mehr Kartensteine zu bauen. Kommen nochmal weiter welche dazu. So, ich vermute mal, da hinten wird es einen Boss geben. Ich will es wenigstens bestätigen. Ja, so rein vom Aufbau her und so ist das ja identisch mit dem anderen Dings. Ich dachte, es wäre eine Bärenfalle hier. Ja. Der da oben? Ist hier Mad Max Cosplay oder was? Oh, wie viele aber auch. Ah, Mist. Mal die ganzen kleinen Quälgeister hier aus dem Weg räumen. Hadouken! Ich fürchte aber, das ist fast ein bisschen unlogisch, weil die immer wieder kommen werden. Verzieht euch mal schön. Das war recht easy. Ich habe auch wenig Schaden genommen. Ich weiß nicht, ob die Rüstung auch, nachdem der Balken durch ist, da noch irgendwie mich schützt oder was das ist, aber Afanlampe. Da muss ich mehr drüber erfahren. Sorry. Ist noch früh, Leute. Was soll ich machen? Oho. Da. Wie viel haben wir denn jetzt? 4, oder? 4 von 5? Ich habe in der Einöde ein Bruchstück von Durins Axt entdeckt. Okay. Danke. Und nochmal danke. Schön, schön. Da vorne hätten wir die Schmiede. Die bringt mir jetzt so, aber glaube ich, noch nichts. Wobei, an der Schmiede gibt es vielleicht noch andere Sachen. Aber ein bisschen Gold kann ich schaden. The steel will roll or glowing coal or over or till days and way hey when the embers cool. Ale in my hand by the hearth. Ale in my hand by the hearth. Was hören wir da? Muss mal schauen. Genau, ich will mich nicht komplett zuhören. Also diese Münzen bringen mir im Grunde nur die Möglichkeit, diese Schatzhaufen da zu bauen.
so ganz sehe ich da den Sinn noch nicht drin. Ich kann das dann bewundern. Aber also so richtig so, dass ich sagen würde, ja, krasser Vorteil, so einen Schatzhaufen oder Münzen zu haben, habe ich noch nicht gesehen. Ich warte ehrlich gesagt drauf, dass da später noch irgendwas kommt mit den Münzen. Das ist auf jeden Fall zu viel Krempel hier. Ich meine, im Grunde könnten wir jetzt erstmal zurückkehren. Das ist ja noch nicht so weit weg. Das hätten wir hier erledigt. Das sieht wirklich sehr nett aus. Sieht wirklich sehr nice aus, wie man heutzutage sagt. Sieht sehr nice aus. Sehr schön. Wer sind die denn da? An denen werde ich jetzt scheitern hier. Oh nee, warte mal, falsche Waffe. Sehr gut, das nehmen wir mal mit. Ah, das sieht cool aus. Gar nicht hell. So, ja genau. Ich ziehe mich erstmal kurz zurück, dann kommen wir nochmal zurück. Da warten schon die Nächsten. Sehr schön, so. Was geht denn jetzt ab? Muss ich mal kurz schauen, dass ich hier den Weg zurückfinde. Ich glaube, das war hier, ne? The Nazgul's mounts were bred by Sauron from a Shazhorn? This dragon? And now she wants Moria for herself, no matter the destruction. She must be stopped. So, hier oben ist es. Sehr schön. Ein voller Erfolg. Nächste Bruchstück. Oh, tiefste Dunkelheit und Müdigkeit. Perfekt. Das hätten wir. Wir legen uns erstmal hin. Das ist das Erste, was wir machen. Dann kommen wir wieder so vom Tagesrhythmus so ein bisschen rein. Jetzt haben wir zwar den späten Morgen, aber das ist besser als dann irgendwie nachts hier auftauchen und losziehen müssen. Wir haben mehr Fleisch gefunden und das war's an der Stelle. Ja, es kam übrigens auch der sehr hilfreiche Hinweis, um hier so eine Palette zu bauen. Das gibt man nicht aus dafür. Hier steht zum Beispiel, man braucht 5 Kupfererz, um sowas zu bauen. Das liegt dann auf der Palette drauf. Also das ist quasi Bedingung, um es darzustellen. Aber die verliert man nicht. Das, also danke für den Hinweis. Ich dachte auch so, ach so, ja stimmt. Aber ich dachte immer, das kostet irgendwie. Aber man verliert das nicht. Das Spiel will nur direkt darstellen. Hier, da ist was drauf. Und dann macht es natürlich durchaus Sinn. So. Noch mehr Münzen. Im Grunde können wir einmal alles schwarze Diamanten stacken, sich auf 30, dann lassen wir mal ein paar hier. Hier haben wir Diamanten an sich, mehr Barren. Das war es auch schon wieder. Ja, die Münze bleibt da jetzt liegen. Das ziehen wir mal rüber, dieses Schlackezeug. Sie haben es verdorben. Na, schauen wir mal, wie wir das wieder hinkriegen. So. Dann würde ich sagen, stellen wir ein paar Eisenbarren her. 5 waren das, ne?
für die Reparaturgeschichte und nehme ein paar Steine mit. Und dann sollte das eigentlich so passen. So, wir schauen mal hier rein. Wir haben die große Feuerstelle, das wäre noch eine Option. Wir haben allerdings gerade kein Eisenholz, aber mit der Rune ja jetzt die Möglichkeit, Eisenholz auch an normalen Bäumen zu finden. Das heißt, da könnte man nochmal in den vorigen Bereich irgendwie, aber wir haben in dem Bereich hier viele Möbel und so gehabt. Da sollte ich eigentlich noch was finden. Dieser Apparat erzeugte mittels eines Sonnensteins Licht und Wärme, damit unter der Erde Pflanzen wachsen. Okay. Das heißt, das setze ich dann hier an den Pflanzkasten, damit ich dann keinen Lichtspot brauche für Hafer. Aber den habe ich hier, glaube ich, weil hier wächst Hafer. Oh. Guten Tag, kommen Sie bitte vorne rum. Der Hintereingang ist gesperrt. Ist hier eigentlich eine Option, diese Spinnen auszustellen, von wegen Arachnophobie und so? Habe ich nicht, aber bei Grounded war das ja so, da konnte man das ausstellen. Wobei ich nie gesehen habe, wie die das eigentlich gemacht haben, weil es ist schon ein bisschen schwierig, da alle Spinnen und Krabbeltiere auszustellen. Das machen wir jetzt erstmal darüber, aber finde ich immer ganz gut, wenn Spiele einem das anbieten. Denn jeder hat da irgendwie ein anderes Empfinden und kann ich mir schon vorstellen, dass das dann nicht so angenehm ist. So, was haben wir dann sonst noch? Bewahrt Schätze auf und bringt sie zur Geltung. Je größer der Schatz, desto stärker fühlen sich die Zwerge, die ihn bewundern. Okay, also es gibt einen Bonus, wenn ich den bewundere. Und das ist quasi eine Kiste für Schätze, wenn man es so sehen möchte. Also, aber ich finde, die stehen halt krass im Weg und 900 Münzen habe ich. Ich habe schon zwei... Ach, gewaltiger Schatz. Warte mal, das ist vielleicht nicht verkehrt. Bewundern. Schauen wir mal. Zorn des Hordes. Kann natürlich nicht schaden, wenn der Horde kommt. Kurz einmal den Schatz angucken und sagen, ich bin schon reich. Und dann zack. Ne, macht schon Sinn. So, genau. Runentisch, die Schmiede, das haben wir. Und hier sind die Lager. Ich habe vorhin noch gesehen, es gibt genau den Brautrank, Tank. Dafür fehlt ein bisschen Eisenholz. Und ansonsten alles Bauelemente für eine stärkere Base quasi. Aber gut, damit können wir jetzt erstmal nichts anfangen. So, wir können die Feuerstelle bauen. Und wenn wir möchten, können wir die Reparaturstation bauen. Sehr schön. Wir haben Metallteile dabei. Ja, nicht genug, ne? Warte mal. Obwohl, doch, das reicht. So. Auf ein neues. Bin nicht ganz sicher, wo ich lang muss jetzt. Aber wir haben noch ein ziemlich großes Gebiet vor uns. Und wir haben die Schmiede natürlich, aber einen Bruchteil. So, ihr Lappen. Knock this one dead. Ich reiß hier alles ab mit diesem Bonus.
Razzie. Was fehlt uns denn hier noch eigentlich? Ich glaube gar nichts, oder? Nee, sieht nicht so aus. Die Rüstung haben wir komplett. Möglicherweise noch eine Waffe. So, ich muss mal eben hier reinschauen. Bricht den Fluch, der den Weg. Denn. Die Truhe, die Axt. Die Schmiede. Die wäre dort hinten. Das ist der nächste Punkt. Aber hier haben wir vielleicht noch ein bisschen was zu finden. Aber ich befürchte ja fast, dass ich irgendwo einen Boss übersehen habe oder so. Der möglicherweise... Obwohl, wir haben da unten ja noch ein Suchgebiet. Nee, nee, das wird's sein. Sollen wir uns da mal hinwagen? Ist das hier der richtige Weg dahin? Hier steht ja einer. That's all you got? So, gib mal alles mit hier, genau. Warte mal, das Suchgebiet ist da unten. Ich befürchte ja fast, dass das gar nicht hier... Oder vielleicht doch? Jetzt mal eben schauen, ob ich da drüben schon gewesen bin oder nicht. Was ist das? Stein. Stein. Und das ist nichts hier, oder wie? Okay. Genau, da oben sind diese kleinen Drachen. Hm. Wir wollen dahin quasi. Was? Über dieses Gebiet da vielleicht hin. Hallo. Ach, hier ist noch mal so ein Gebiet, wo es nach unten geht, oder? Bin ich hier gar nicht gewesen? Kann das sein? Hier nämlich? Zählt das jetzt dazu? Na, das wäre natürlich nicht verkehrt, da runterzugehen. Dort mal zu schauen. Diese Runen sind Zeichenzaubers Tarkun. Hier steht geschrieben, die Zerstörung, die Durins Flucht bewirkt hat, ist enorm. Doch ich habe keine frischen Anzeichen von ihr gesehen. Ein Zauberer sucht nach Trallen. Genau, jetzt schauen wir mal kurz. Das sind diese normalen Pilze hier. Ob wir hier jetzt Eisenholz mitbekommen. Genau, tatsächlich. Okay, sehr schön. Ja, läuft doch. Ja, dann würde ich fast sagen, wir müssen da einmal runter, oder? Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, hier einen Kartenstein zu setzen. Ach, und übrigens angeblich... Reicht die Leiter einmal ganz runter? Nee, tut sie nicht. Who got Slowbrot? Go hurt them.
Ach komm, bitte. Ach bitte. Ja, nee, das geht nicht ganz runter. Mal eben schauen. Ist das zu hoch? Kann ich an der Leiter bauen? Kann ich, okay. So. Das reicht aber. Da brauche ich eine Plattform, um nochmal raufzukommen, aber ansonsten dunkler Minenschacht. Schauen wir mal. Es könnte schon das richtige Gebiet hier sein, oder? Komm, drop dich mal. Oh, doch. War ein bisschen knapp. Ja, ich muss dafür sorgen, dass ich hier einen richtigen Weg nach draußen habe. Und zwar schnell. Das haben wir. Dann setzen wir eins hier ran. Und eins so vielleicht. Und dann kommen wir darauf. Sehe ich das correctly? Möglicherweise. Noch weiter nach unten. Möglicherweise bin ich hier falsch. Denn ich glaube, weiter nach unten geht es auch gar nicht. Beasts of the Depths. Was willst du? Was will er denn? Warte mal, kann ich, Namenloser. Ja, komm, wir hauen ab. Ja, nee, ich dachte, das wäre vielleicht hier unten, aber dem ist nicht so. Hau mal ab, bitte. Ich kaufe nichts. Schade. Ist gut, das kriegen wir hin. Nee, aber ich brauche gerade keine Edelsteine, deshalb belassen wir es dabei. Ich denke nämlich, das ist nicht der richtige Weg. Wobei, dahinter, es könnte schon sein, dass es da weiter runter geht. Das ist schon verdammt nah dran. Aber er sagt halt auch, er braucht eine bessere Waffe. Gut, muss nicht verzweifeln. Ganz ruhig. Wie könnte ich das denn realistisch überprüfen? Ausweg. Suchgebiet. Da muss ich hin. Ah ne, jetzt wird das andere angezeigt, okay. Dann
Im Grunde muss ich an diesem Vieh da unten vorbei. Vorher kann ich es nicht herausfinden. Könnte durchaus sein, dass es da weiter runter geht. Kann auch sein, dass das nur eine Ebene ist. Aber so ein Minenschacht hat ja für gewöhnlich, geht ja auch nach unten dann. Also, aber ich weiß halt nicht, wie es hier in dem Spiel ist. Ich muss es versuchen. Im schlimmsten Fall gehe ich halt drauf. Komm, renn hier mal ein bisschen. Hallo, da bin ich wieder. Hallo? Ich sagte... Hallo! Hau mal ab, bitte. Ich wollte nur gucken, ob es hier hinten weitergeht oder nicht. Bin gleich wieder weg. Aua! Oh, 200! Nee, ich glaube, da lag ich schon ganz richtig. Hier geht's nicht weiter runter. Ich schätze fast, das kann ich mir sparen. Ist doch gut, hau jetzt ab. Muss ich weitersuchen. Kürzung zu den Minen, westliche Minen zu den Minen. Ansonsten ist die nächste Option natürlich einfach zu sagen, ey, wir schauen nach der Schmiede. Denn... Die ist ausgeschildert quasi. Troll! Did he see us? Es ist aber auch finster hier bei euch. Ich sehe echt fast gar nichts, ne? Haha! That's one more for me! Das ist ja unglaublich finster. Na, hier scheint aber auch nichts zu sein. Also nichts, was mich weiterbringt, meine ich jetzt. Nee. Obwohl, da hinten führt ein Weg durch.
Ach, das wird einfach nur zurückführen, ne? Oder? Nee, nee, das muss hier dran sein. Es führt einfach nur zurück, glaube ich. Es ist der Weg, okay. Er fängt an zu singen, und dann, oh, Orks. Schnell weg. Okay, hier waren wir schon. Oh. Okay, das heißt, dieses Gebiet haben wir bereits abgesucht. Jetzt müssten wir hier unten nochmal schauen. Wie im Schatten. Wie Verzweiflung. Ist gut, ist doch nicht so schlimm. Aha. Aha, okay. Mal kurz einen Überblick gewinnen, ja. Ja, ich würde ja... Also ich finde, diese Map ist so ein bisschen... Also ich habe da meine Probleme mit, weil eben... Was ist das denn hier? Die Einöde. Weiß ich nicht, es ist halt alles irgendwie recht ähnlich. Man müsste sich halt mehr markieren irgendwie, um dann da besser durchzufinden. Aber so für mich ist das so ein... Kann ich wahrscheinlich auch ohne. Also nicht gut ohne, sondern... Ich suche dann halt ein bisschen. Das ist dann eben die Lösung. Mein Problem ist gerade, dass es hier so finster ist. Aber hier führt es ja scheinbar rechts irgendwie durch. Schafft er das? Ja.
Oh, da sind Eier drin. Hahaha, Königsomelette bin ich gern dabei. Da bin ich doch gern dabei. So, das Suchgebiet ist hier drüben. Hier geht es auf jeden Fall ein bisschen nach unten. Ich schätze aber fast, dass das nicht reichen wird. Kam ich hier gerade schon durch? Eieiei, das ist jetzt aber auch verwinkelt. Okay, beruhigt mich schon mal zu wissen, dass ich hier auf jeden Fall schon mal war. Das hilft mir so ein bisschen mit der Orientierung. Okay. Sind wir wieder hier? Eieiei. Ich muss kurz warten, bis es ein bisschen heller ist. Dann geht es vielleicht doch besser. Will ich hier hin oder wie? So. Und prinzipiell wollen wir jetzt einfach erstmal bis zum Ende geradeaus. Ja, ich hoffe, die Karte hilft doch. Ich hoffe, ich hatte da Unrecht und die Karte hilft mir hier so ein bisschen raus. Findet wieder der große Kampf statt. Okay. So nämlich. War doch ganz schwierig.
Ja gut, also die Map, ja, ich bin dennoch ein bisschen im Zwiespalt. Also ich finde die Map, in dem Fall hat sie jetzt geholfen, aber auch nur, weil ich davon ausging, dass das der Punkt ist, an dem ich weiterkomme oder wo ich hin muss quasi. Aber wenn man sich so ein bisschen orientiert, ja, vielleicht geht's dann. Aber ich komme, also hier ist mir auch zu viel los und so, was ich einblenden kann und nicht, aber gut, das liegt jetzt vielleicht doch einfach an mir, ne? Den Bereich haben wir. Wir wollen da unten hin. Ich frage mich halt, ist dieses Suchgebiet... Durins Schmiede, weil dieses Suchgebiet kann ich hier beispielsweise nicht anklicken. Da ist die Schmiede. Hier was Tolles. Sieht nicht so aus. Schlagen, wir gehen hier mal hoch. Vielleicht werde ich hier oben ja fündig. Das wird so extrem beleuchtet da oben. The Nazgul's mounts were bred by Sauron from a Shazhorn. This dragon? And now she wants Moria for herself. No matter the destruction. She must be stopped. Curse this mountain. What's the dragon doing here? How would I know? Us as mortal wrecks, why don't ya? So. So, da ist der Kartenstein. Da drüben führt noch ein Weg durch, so wie es aussieht. Und da bin ich ursprünglich mal reingekommen. Okay. So, hier werden wir vielleicht fündig. That's all you got? Hol doch nicht noch mehr, Leute. Haben wir noch ein bisschen Platz? Geht so. So, das sieht doch ganz gut aus hier. Das sieht doch gut aus.
Aber hier ist Ärger. Was ist das denn für ein Vogel da unten? Warte mal kurz, mein Freund. Nicht mit mir. So. Sehr schön. Den Weg doch noch gefunden. Ja, ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr an diesen beleuchteten Elementen orientieren. Also ich meine, ich fand es jetzt nicht schlimm, alle Ecken da so ein bisschen abzusuchen, zu schauen, aber es war einfach zu dunkel für mich. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den besseren Weg gefunden. Jetzt haben wir den Trollkönig. Trollkönig. Eisenerz haben wir zwar so da, aber warte mal, die Barren haben wir doch aber. Die Barren. Dann ruhen wir uns ein bisschen aus und dann schauen wir mal, ob wir den umhauen können. Oh ja, jetzt können wir was Neues braten. Königsomelett. Gib mal zwei. Jetzt haben wir Mittag. Genau, wir warten mal ein bisschen, damit ich da nicht wieder in der Nacht hingehe. Steine können wir einlagern. Das Holz. Sehr gut. Ein bisschen Granit kann weg. Okay. Das passt doch ganz gut. So, den Quatsch können wir da auch noch reinhauen. Wir haben Frost. Machen wir die mal da noch mit rein. Das kann rüber, das kann rüber. Der Käse kommt dahin. Königsomelett. Elbenholz. Ach, Eisenholz haben wir überhaupt nicht, oder wie? Eisenholz Lager. Zack, genau. Und die liegen jetzt schon drauf, ja. Macht natürlich Sinn. Was brauchen wir für Bolzen? Ja, wir gehen den so an, den Typen, glaube ich, ne? Wobei, die Nacht macht da unten, glaube ich, keinen Unterschied. Also, wenn das nur der Bosskampf ist, was heißt nur? Können wir uns noch ein kleines Omelettchen? Und dann probieren wir es einmal. Viel zu verlieren haben wir im Grunde nicht, weil der Kartenstein da direkt ist. Probieren wir es mal. Der Trollkönig. Mit Rüstung. Oh nein. Ohne den Trollkönig. Oh! Okay, okay, okay. Aua, aua, aua.
ja. Da ist er down. Was ist denn da? Die Krone. Ja, der Fluch ist gleich vorbei. Keine Sorge. Die Krone. Der Statue. Okay. So, das hätten wir überstanden. Wir essen ein bisschen was. Können wir uns jetzt hinsetzen? Sind wir jetzt der Chef? Okay. Ja, die Bosskämpfe sind netterweise nicht sonderlich schwer. Was ich gut finde. So, muss ich das jetzt selbst bauen oder nicht? Sieht fast danach aus. Eines uralten Buches entdeckt, das von Prinz Nein verfasst worden zu sein scheint. Ne, hier liegt alles rum. Sehr gut. Oh nein. Schafft er das? Schafft er... Oh. Zack. So, dann hauen wir die anderen Sachen rein. Dann schmeißen wir die Schmiede an. Mir fehlt immer noch ein Teil der Axt. Ich vermute, ich bin hier im falschen Gebiet. Oder aber es kommt erst noch. Und jetzt muss ich einmal ganz da hoch, so wie es aussieht. Wo haben wir denn das Element, was hier oben fehlt eigentlich? Wissen wir das? Da, okay. Was hat er hier eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ne, der saß da nur, hat gewartet, bis ein Feind kommt, oder was? Also, was macht man denn eigentlich als so ein Herrscher in solchen Minen und so? Was? Oder man hat doch gar nichts zu tun. Man herrscht halt so, aber wirkt ja jetzt auch nicht sonderlich geordnet, so der Laden hier. War es das? Ja. So. Hier kann man gar nichts machen. Ah, jetzt.
So, was gibt's hier? Ein Helm. Sternmetallbarren. Habe ich nicht. Durinul Eisenbarren. Habe ich nicht. Durins Axt. 4 von 5. Hier fehlt noch ein bisschen was. Aber an sich ist das doch schon mal nicht verkehrt. Sehr gut. So, wir haben den Kartenstein hier. Das heißt, wir können hier jederzeit wieder zurückkehren. Stellt sich nur die Frage, wo es eigentlich lang geht. Warte mal, führt hier noch ein Weg durch? Nee, auf der anderen Seite. On the other side. Gucken wir eben. Run, Forest, run! Hier so. Das nicht. The Nazgul's mounts were bred by Sauron from a Shazhorn? This dragon? And now she wants Moria for herself, no matter the destruction. She must be stopped. Also aus der Wegfindung werde ich jetzt hier gerade nicht so ganz schlau, aber ich bin sicher, in der nächsten Folge werde ich dann einen passenden Weg gefunden haben. Wir kehren jetzt erstmal zur Basis zurück. Wir haben ja auch ein neues Rezept, ein Salzbad. Vielleicht, wenn ich das mal baue. Und den Brautank habe ich ja auch noch. Und vielleicht bekomme ich ja dann eine Lösung. Ah, da hinten könnte es noch durchgehen. Sehr schön. Schnell, schnell. Na, vielleicht. Nee, hier ist auch nichts. Aber gut, die Schmiede haben wir gefunden, den Trollkönig haben wir besiegt. Sehr schön. Wusste nicht mal, dass es einen Trollkönig gibt, aber jetzt wird es auch keiner mehr wissen. Und jetzt kehren wir mal zurück. Ich schau mal, was es mit diesem Salzbad auf sich hat. Denn wir brauchen ja im Grunde ein Heilmittel gegen diesen Schattenfluch. Nicht nur, dass wir geheilt werden, sondern auch, dass ich das von diesen Toren und Türen entfernen kann. Wir schauen mal eben. Oh, hier. Ja. Ah ja, sehr gut. Ja, das stört mich nicht. Mirovor. Einen Krug nehmen, kein Gebräu. Was? Ich muss oben rauf, sehr gut. Kleinen Moment, ich bin gleich da. Ein elbisches Tonikum, das unter Elberets Segen destilliert wurde, stellt viel Leben wieder her. Okay, dafür brauche ich dieses Zeug, was ich nicht häufig mitnehme. Und noch ein bisschen Honig. Hält 1920 Sekunden. Das ist gar nicht verkehrt. Gegengift.
und Abendbier. Okay. Das ist doch schon mal was. Ein richtiger Heiltrank. Aber ich bin der Meinung, ich habe gerade Salzbad oder sowas in der Art gelesen. Rünentisch. Hier, Salzbad. Greift auf Hitze, Salz und Zwergenhandwerk zurück, um geborgene Gundabad-Schlacke zu Lutun Durinul zu veredeln. Ah, verstehe. Das heißt, dafür brauchen wir Salz. Und dann können wir dieses verdorbene Metall zu dem machen und daraus die Barren. Und dann wird sich zeigen, was wir daraus herstellen können. Möglicherweise kann ich ja dann irgendwas herstellen, womit ich das weghauen kann. Aber sicher bin ich da noch nicht. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.